Hallihallo, ihr Lieben, diesmal aus einer ganz anderen Perspektive, ziemlich ungewohnt, aber guckt mal, der Baum, da fehlt die Spitze noch. Ist der nicht schön? Ja, ansonsten habe ich hier drinnen noch nicht ganz viel dekoriert, weil noch etwas Chaos hier herumliegt. Das wird sich aber noch ändern im Laufe dieser Woche. So, dann wollte ich euch mal zeigen, was ich bekommen habe. Schaut euch das mal an. Eins, der liebe Adventskalender Tausch mit meiner Maria von Marias kunterbunten Welt. Dann habe ich hier meine Adventskalenderschätze liegen. Das sind die zwei vom Action, einmal der Spa, einmal der Beauty. Hier ist der Revolution Adventskalender, den habe ich von meiner Schwester bekommen. Dann haben wir den Maybelline. Dann habe ich von meiner lieben, lieben Freundin einen Merci Adventskalender gekriegt gestern noch. Hier ist ein 12 Days of Christmas, oder wie auch immer, der war auch im Action. Den habe ich mir dann auch noch mitgenommen. Das sind so Badekugeln. Dann habe ich den NYX von meiner Tochter, den Balea. Leider habe ich den Isana nicht mehr bekommen. Der war ausverkauft und auch weder mit Geld noch guten Worten zu bekommen. Und dann hat mir mein Mann, mein gutes Männlein, eine riesige Freude gemacht und schaut euch das an. Ich habe den Glossy Box Adventskalender bekommen von ihm. Und dann habe ich mir noch einen bei der lieben Nicole gekauft vom Kanal Sparina. Das ist ein Bastelkalender, aber den habe ich gekauft, ne? So, ihr Süßen, jetzt werde ich euch gleich mal auf den Ständer montieren. Das klingt natürlich ganz toll. Jetzt, ich montiere euch auf den Ständer. Jo. Und dann werden wir die Türchen auspacken. Na, da werden wir ein bisschen dran sein, aber ich werde schon ein bisschen unterhalten. So, ich drehe jetzt erstmal hier die Perspektive um. Na, wenn ich das jetzt nochmal hinbekomme. Wie läuft denn das? Na, so, erstmal. Dann, ach Gott, Kinders, ich bin doof. Ich bin richtig doof. So, nein, ich werde einfach die beiden Videos aneinander hängen, beziehungsweise einzeln posten, weil ich bin einfach zu doof und mein Handy zu alt, um das jetzt zu kombinieren. Macht aber nichts. Ich zeige euch noch mal einen kleinen Schwenk. Na, von meinem besten Freund habe ich auch noch da, guckt, ein Nikolaustütchen bekommen. Und das da ist der selber gebastelte Adventskalender für meinen Mann. Der ist auch richtig schwer, richtig schön prall gefüllt. Ja, und dann werde ich das hier jetzt hochladen, kleines Intro-Video, und dann sehen wir uns gleich wieder.